So, sehr geehrte Damen und Herren, damit hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Donnerstag, den 17. August 2023. Jetzt aktuell haben wir 1.06 Uhr, das heißt, der Tag ist relativ frisch noch und es haben sich westlich von uns ein paar Zellen ausgebildet. Und diese Zellen, die ziehen momentan mit gemäßigter Geschwindigkeit, drücken wir es mal so aus, in Richtung Nordost. Und Sie sehen, dass es hier schon ab und zu blitzen tut. Ja, leider ist das Ganze so, dass die Wetterlage heute eigentlich viel stärker hätte ausfallen sollen. Allerdings kam es wieder mal, so wie es üblich ist, anders da, als die Modelle es rechnen. Ja, das Interessante ist, die Wetterlage, die wurde von jedem Modell anders da sozusagen berechnet, aber alle Modelle hatten so in etwa um die gleiche Uhrzeit, so zwischen 23 und 3 Uhr in etwa das Allerdickste. Ja. Und jetzt ratet mal, das Allerdickste, das war tatsächlich nicht um diese Uhrzeit, wie wir jetzt die Doku gerade erst angefangen haben, sondern es war in der Uhrzeit zwischen 18 und 19 Uhr, aber dabei hat es noch nicht mal Bad Rappenau getroffen, sondern es war im Prinzip von Heidelberg aus, Heidelberg war die alleröstlichste Stadt, bis nach Saarland runter. Ja. Also wenn Sie jetzt mal eine Linie ziehen von Heidelberg bis nach Saarland, da ging es dann ab. Ja. Und jetzt gucken Sie sich das mal in Ruhe an. Da oben ist das MCS-System. Ja, da oben. Das heißt, in Thüringen, in Hessen, Teile von Niedersachsen und auch Teile von Nordrhein-Westfalen. Und wir müssen uns mit was ganz Kleinem zufrieden geben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der Gewitterlage am heutigen Donnerstag, den 17. August. Interessanterweise, obwohl es eigentlich hier immer wieder richtig gut blitzen tut, scheint es wohl angeblich tot zu sein, aber das stimmt noch nicht mal. Ja, scheint doch relativ gut sein. Es wird ziemlich knapp nordwestlich vorbeiziehen. So, ich wollte jetzt noch kurz nachgucken. Ach so, das gilt bis 9:18 Uhr. Okay. Eigentlich ziemlich schade, dass dieses MCS, das was da schon 6 Stunden zu früh gekommen ist, oder gut 5 Stunden zu früh, uns noch nicht mal getroffen hat.
Weil ich kann auf jeden Fall sagen, das wird wohl wahrscheinlich die Doku des Jahres gewesen sein. Aber so. So wird es wohl nicht wirklich was. Also von dem her. Okay, bis jetzt haben wir noch keine Linienblitze entdeckt. Deswegen gucken wir mal kurz Kachelmann, ob da tatsächlich auch keine Linienblitze sind oder ob das jetzt nur aufgrund von, ja, Heidelberger Landkreis. Ja, doch, ein Linienblitz war das sogar. Okay, der war aber nicht stark, das war 0:56 Uhr. Der Rest ist alles nur Wolkenblitze. Okay. Ja, also das MCS, das was da vorher durchgezogen ist, das hat schon ordentliche Lampenschirme gehabt. Also sobald es dunkel geworden ist, jetzt momentan geht ja die Sonne in etwa so gegen 8:30 Uhr unter. Ja. Also wie Sie sicherlich gemerkt haben, die Tage sind schon über eine Stunde kürzer geworden abends. Ne? Ab 9:30 Uhr rum hat man dann so richtig gute Lampenschirme Richtung Norden gesehen, aber die waren so ungefähr 70 Kilometer weg und die verlagern sich ja auch ganz, 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 ganz langsam. Ne? Also deswegen. Gelohnt hat sich das jetzt auch wiederum nicht. Ja, jetzt gucken wir halt einfach mal, was wir hier so aus der Beute rauskriegen können. Ne? Jetzt mal das gleich ein bisschen mit der Drohne abchecken, was wir hier so haben. Aber ganz ehrlich, das System ist so dermaßen verwaschen, beziehungsweise am Himmel haben wir momentan 7 viel Bewölkung. Oh, Alter.
So. Das Teil zieht ja jetzt auch ein bisschen. Kilometer Südwest. Hä, Südwest? Naja, das ist eher so ein bisschen Mäusemelken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich mach mal lieber Offline-Modus rein. Schlimm hier. Katastrophe.
komisch, jetzt ist schon über 5 Minuten kein Blitz mehr. Ich weiß nicht, was das Teil da gerade macht. Das Problem an der ganzen Sache ist, das Teil, das zieht ja immer weiter. Ne? Komisch, das Teil nordöstlich blitzt, das wo 130 Kilometer weg ist, aber mein Teil tut nicht rumblitzen. Also das finde ich sehr merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt sind schon 10 Minuten vergangen. Aber komisch, ich habe die Kamera jetzt angemacht, ne? Und seitdem ich hier Fotos mache, ist nichts drauf. Kann ich eigentlich streng genommen das Zeug so vom 17. August alles löschen.
Ja, hopp, kommt da langsam mal was. Nach 13 Minuten, dann ist der Drohnenakku leer. Oh ja, oben ist es aber auch ganz schön windig, muss ich sagen. Da fliegt man nur mit 24 km/h. Gegen den Wind. Das Teil ist jetzt bestimmt schon nördlich von hier.
Ich fahre jetzt nach außen.